Herzlich willkommen bei Folge 42 von Horizon Zero Dawn. Wir haben heute immer noch den 5.4.2024 und wir sind im Kern der Brutstätte Xi, haben uns hier seit Folge 40 hier durchgearbeitet. In der letzten Folge haben wir den Kern erreicht und danach haben wir hier jede Menge Blechschaden und Kultisten erlebt. Da ich misstrauisch genug war, um Fallen aufzustellen, in die sie dann reingerumpelt sind, hielt sich das Risiko für mich am Ende in Grenzen. Es waren eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen, aber trotzdem war der Kampf spannend. Und zum Ende der Folge habe ich einen Ausweg gesucht. Inzwischen habe ich ihn auch gefunden. Ich bin nochmal runtergeklettert, um euch den Weg zeigen zu können. Also wenn man hier mit Blick auf den Kern ist, ist der Ausweg hier drüben, diese Rampe rauf, Richtung Norden blickend. Wir sind jetzt also hier. Dann darüber springen. Hier auf dieses Brett rauf springen. Und jetzt, ab jetzt ist es einfach, nur dem Weg folgen. Ich war schon oben, ich bin dann noch mal runter, damit ich euch den Weg zeigen kann. So. Und ich nehme mal an, der Rückweg ist voller Kultisten und Maschinen. Wahrscheinlich beidem. Kultisten und Maschinen werden sich jetzt wahrscheinlich in Krieg liefern und das sollten wir. Also ist nur eine Theorie. Kann auch falsch sein. Vielleicht ereignet sich auch gar nichts. Ich habe jedenfalls hier in diesem grünen Raum hier habe ich jede Menge Fallen aufgestellt, als wir uns da durchgearbeitet haben. Ich weiß aber nicht, ob die überhaupt noch dort sind. Ob die inzwischen deaktiviert wurden vom Spiel. Oh, das Was sieht ist mir. das? Pirscher. Pirscher! Diese roten Dinger da. Gut, Pirscher können wir theoretisch jetzt überbrücken. Das haben wir hier in dieser Einrichtung gelernt. Das sollten wir mal ausprobieren. Vielleicht können wir das taktisch zunutze machen. Jetzt brauche ich nur ein Versteck. Wir sehen hier diese Sonden, diese roten Dinger da, das sind ihre Alarmsonden. Wenn ich denen zu nahe komme, dann wissen sie, wo ich bin. Um die Kultistenschergen werde ich mich erst später kümmern. Jetzt sehe ich zu, dass ich diesen Sonden nicht zu nahe komme. Ich muss einen Pirscher erwischen. Die können sich unsichtbar machen, die Biester. Die sind unangenehm. Diese Detektoren da sind fies. Ich höre hier was. Ich könnte jetzt einen Köder brauchen. Da ist einer. Da ist einer. Da hinten ist er. Man kann ihn sehen. Ich habe hier kein Versteck. Ich weiß nicht, wie ich den jetzt überbrücken soll, ohne dass ich ein Versteck sehe. Okay, die haben mich entdeckt, die Dinger. Ich hoffe, er weiß noch nicht genau, wo ich bin. Aber ich werde hier. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Ja, das war.
wohl die richtige Medizin. Aber ich hätte ihn lieber überbrückt. Heilung, hallo. Heiltrank, gut. Also die zwei Drähte haben gerade gereicht. So, und da hinten ist noch ein Pirscher-Dings, das heißt, es ist noch einer hier. Ja, der Rückweg wird wohl auch anstrengend. Das ist noch die verlässlichste Methode, mit Pirschern umzugehen, weil man sieht sie ja erst, wenn es eigentlich zu spät ist. So, ich werde mich jetzt gleich absichtlich entdecken lassen. Aber erst, wenn ich hier noch ein bisschen was aufgebaut habe. So, wir wurden entdeckt. Ich werde jetzt nicht lange warten müssen. Also ich gehe jetzt raus aus der Deckung, weil ich will, dass er mich findet. Okay, ich glaube, da muss ich nicht hin. Wir haben, was wir brauchen. Wir sollen ja raus, das ist die Aufgabe. Es findet einen Ausweg. Ich lasse die Fallen hier stehen, für den Fall, dass ich mich zurückziehen muss. Auch wenn das schade um die Fallen ist. Finde einen Ausweg. Also das war der Ausweg. Okay, es sieht so aus, als könnte ich die Fallen mitnehmen. Hoffentlich ist das kein Fehler. Ich werde sie jetzt mitnehmen. Weil ich glaube, ich muss nicht mehr hierher zurück. Wenn ich da jetzt runterspringe, gibt es keinen Weg mehr rauf. Außer ich mache das ganze Ding nochmal. Und diese eine Detektionsmine war wohl noch von dem anderen Pirscher. Gut. Dann wollen wir mal. Das ist offenbar ein Teil von einem Langhals irgendwie, was da aus dem Boden rausschaut in dem Gerüst. Nach dem haben sie wohl gesucht. Die wollten wohl die Daten vom Langhals haben. Ist nur eine Theorie, kann auch falsch sein. Wie jede Theorie falsch sein kann. Also sobald ich da runterhupf, komme ich da nicht mehr rauf. Kultisten. Was passiert, wenn ich euch narrisch mache? Okay, der war hinter der Kiste, deswegen... Aber ich habe gedacht, vielleicht wirkt es trotzdem. Kann das sein, dass sie sich vor dem
Maschinen hier verstecken? Ich nehme mal an, hier gibt, da vorne ist eine Pirscherfalle. Mal schauen, ob ich den Pirscher auf den draufhetzen kann, indem ich den jetzt aus der Deckung lock. Ich sollte mal was für meine Gesundheit tun. Irgendwie haut's nicht hin. Vielleicht kann ich den Pirscher davon überzeugen, mit mir zusammenzuarbeiten. Einfach wird's nicht. Beim Schatten, bitte, lass ihn mich nicht sehen. So. Ich nehme an, er meinte die Maschinen und nicht Aloy. Hier gibt es nichts zum Auspfeifen. Ich muss ja eigentlich nur hier raus, ne? Klettere die Säule hoch, um zu entkommen. Hier geht es nicht darum, alle Maschinen zu killen. Das ist gar nicht mein Auftrag, fällt mir gerade ein. Bei der Liebe der Sonne. Okay, vor denen haben sie Angst. Der setzt Minen. Mal schauen, ob ich ihn überbrücken kann. Nee, geht nicht. Hallo. Oh, weg von der Lohe, das ist kein guter Standort. Ich hatte eigentlich vor, den zu überbrücken, aber das stand mir gar nicht zur Verfügung, die Option. Ich komme hier raus. Natürlich komme ich hier raus. Das ist nicht die Frage, ob, sondern wie. Gleich ist er komplett in Brand. Ab jetzt muss ich nur warten. Gut. Dann kann ich die ja wieder einsammeln. Ich hoffe, das war der einzige
Lief er dann am Ende doch ganz sauber. Ich hatte, also der Plan war jetzt eigentlich, wenn er nicht von selber reingetrampelt wäre, hätte ich ihn jetzt mit dem Stein zu dem Lohe-Dings gelockt und hätte dann mit den Fallen, die ich um das Lohe-Ding aufgebaut hat, das Lohe-Fass, hätte ich ihn Gar nicht mal eben schlecht. dann, ja, so nach und nach in die Luft gejagt. Aber ich habe ja jetzt keinen Stein gebraucht, das Viech ist ja von alleine zur Lohe hin. Deswegen, also der Plan ging so halb und halb auf. Und die Sprengdrähte, also ich hätte ihn dann jetzt mit dem Steinen versucht und mit Pfiffen eventuell versucht, in die Fallen zu locken. So, ich muss also da lang. Und jetzt werden wir ja gleich sehen, ob die Fallen, die ich in dem grünen Gebiet da gebaut habe, ob die noch da sind. Also hier ist auf jeden Fall noch ein Pirscher. Gut, dann ducken. Es geht hier weiter in dem Stil. So, ich baue jetzt hier was auf und werde dann. Da kommen sie. Da habe ich eigentlich eine bessere Waffe für den Zweck, fällt mir gerade ein. Okay, ich brauche noch mal die Stolperfalle. Munition leer. Cool bleiben, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wo ist es denn? Okay, da ist es. Dann muss ich hinter auf die andere Seite der Falle. Oder er tötet uns alle. Ach was, sei nicht so pessimistisch. Jetzt haben sie Schiss, die Pirscher, die Kultisten. Sagt er zu mir, sei still oder sie töten uns alle. Sind wir jetzt der Kultist da reingekommen?
gedackelt. Also für den war die Falle jetzt nicht gedacht. Erwischt. Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben einiges an Schaden abgekriegt. Okay, mit dem habe ich nicht gerechnet. Der kommt überraschend. Ist noch einer da? Nein, kein Seilwerfer. Was habe ich denn jetzt gemacht? Schattenstolperfalle. Suchen mich. Ja, sollen sie auch. Gut. Dann gehe ich mal raus aus meiner Deckung. Na komm her, Mietz, 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 da ist er. Den haben wir sauber abgezockt. Jetzt langt es dann aber auch. Das waren jetzt genug Pirsche für einen Tag. Na, ich nehme an, sobald wir hier raus sind, können wir die Pirsche in Zukunft auch überbrücken. Dass es jetzt noch nicht geht, hängt wohl irgendwie damit zusammen, dass wir noch nicht raus sind. Aber theoretisch hätte es eigentlich in dem Moment, in dem ich in der letzten Folge ich halte mal vorsichtshalber einen Trank bereit. So. Also theoretisch hätte ich eigentlich erwartet, dass in dem Moment, wo ich den Kern überbrücke, dass ich in dem Moment dann gelernt hätte, diese Pirscher zu überbrücken. So, da müssen wir rauf. Das ist jetzt keine große Kunst mehr. Aber ich nehme an, das Lager ist wieder voll mit Kultisten, vielleicht sogar mit Maschinen. Ich mache jetzt hier übrigens keine fünfte Folge draus. Das, wenn ich schneide, dann werde ich wohl hier schneiden. Sollte ich die Folge geschnitten haben, weil es doch länger dauert als erwartet. Wir machen gerade die Brutstätte Xi und wir haben die ganze Litanei, diese ganze Liste hier abgearbeitet, die hier zu sehen ist, und sind gerade dabei, die Säule hochzuklettern, um zu entkommen. Aber ich nehme an, ich brauche hier keine weitere Folge mehr aufmachen, das dürfte durch sein. Wie komme ich denn da jetzt hin? Zur Kante fallen lassen? Warum? Will ich doch gar nicht, ich will doch da raus. Ah ja, da, doch, ich seh's. Da ist der Rückweg.
bin fast draußen. Ja, wir lassen die mal drin. Verlass die Brutstätte. Noch mehr Pirsche. Ich dachte, wir hätten es jetzt dann langsam. Schön, dass die Kultisten mir die so lange vom Hals halten, bis ich hier alles vermint habe. Ich versuche jetzt hier mal der lachende Dritte zu sein. Und warte hier eine Weile. Ich habe da was vorbereitet. Ich habe da Fallen für euch hingestellt. Jetzt benutzt sie gefälligst auch. Gut, den haben wir auf die klassische Weise erledigt. Ich weiß nicht, ob es was gebracht hat. Eher nicht, ne? Heilpflanzen. Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. Sehr schön. So, ich lasse die Fallen jetzt mal da stehen. Ich werde die wahrscheinlich nutzen, um sie dahin zu locken. Da hinten ist noch ein Kultist. Und tschüss, auf den Loot verzichte ich jetzt mal. So was Tolles wird er schon nicht haben. So, Rücken ist frei. Wo sind wir denn eigentlich? Eigentlich sind wir fast draußen. Das ist der Weg raus. Ich werde jetzt mal ein bisschen offener kämpfen. Ich habe ja da die Fallen aufgebaut. Notfalls renne ich wieder die Rampe runter. Okay, hier haben wir wieder Lohe. Vielleicht kann ich die nutzen. Im richtigen Moment schießen, nicht zu früh. Er hat mich gesehen. Dann mal los. Und tschüss. So, dann sind wir ja doch einigermaßen im Rahmen der Folge geblieben. Sind wir bald raus.
Gut. Eventuell müssen wir noch raus aus dem Lager. Lange hat er nicht leiden müssen. Kniet nieder vor dem Schatten. Geht's noch? Wo bist du nur hin? Gerade warst du doch noch da. Und weg ist er. Ja, hat sich ganz schön in die Länge gezogen, ich weiß. Aber ich glaube, ich hätte es auch auf andere Weise auch nicht anders aufgeschafft. Weil wäre ich da jetzt, hätte ich da jetzt die Bude gestürmt mit der Haut-Rauf-Methode, wäre ich zigmal getötet worden und dann hätte es unterm Strich länger gedauert. Da bin ich mir sicher. Wenn ich 25 Mal neu anfangen muss. Tja, so viel zu Ihrer Bergungsmission. Sie haben sich da auf etwas eingelassen, das Sie nicht kontrollieren konnten. So wie mit mir. Genießen wir die Show mal. Sie verfügbar. Ab jetzt kann ich sie überbrücken. Oben rechts könnt ihr sehen, was wir jetzt überbrücken können. Ich steck mal die Nase nicht so weit raus. Ich werde aufräumen, was übrig bleibt. Hast du nicht andere Sorgen? Hast du nicht diese Maschinen? Das ist ein Gefummel mit dem Controller. Du kannst dem Schatten nicht entkommen. Was für ein Durcheinander. Ich greife jetzt da noch nicht ein. Ich warte ab, was übrig bleibt. Vielleicht kann ich mit der Lohe ein bisschen nachhelfen. Das wirst du nicht überleben. Das sind Lohe-Behälter. Die werde ich einfach mal anvisieren. Weiß nicht, ob es überhaupt was bringt. Vor der Macht des Schattens. Aber verwenden wir sie, wenn sie schon dastehen. So, ich glaube, das wird er nicht überleben. Das brennt die Flamme runter. Dein Ö! Dein Ö? Was will ich mit deinem Ö? Was will ich mit dem Ö? Du kannst dich vor uns. Da! Ein Du! Ein Ö? Ihr redet merkwürdige Sachen. Du kannst der Gerechtigkeit nicht entfliehen. Tja, ich denke da, dass ich hier jetzt der einzige Überlebende bin. Irgendwie so. So. ...99 Metallscherben, das lasse ich mir eingehen.
Ich glaube, die Maschinen und die Kultisten haben sich gegenseitig nahezu ausgelöscht. Ich habe nur noch die letzten drei umgehauen. So wie es sein soll. Glattes altes Gedöns. Da drüben lebt noch was. Stiller Schlag von oben. Okay. Wir haben jetzt nur noch das aufzusammeln, den Loot aufzusammeln und dann haben wir es hier eigentlich. So. Gut. Ich denke, das war's. Ich werde mich jetzt hier nochmal umschauen. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sollte ich hier was übersehen haben, werde ich es euch wissen lassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.